Hallöchen. Wow, das brennt, das brennt. Oh, 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 oh. Jo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Creativerse. Ich wollte schon sagen Minecraft, aber irgendwie passiert mir das immer. Ja, das ist jetzt die 8. Folge und mich würde einfach interessieren, wie lange wollt ihr dieses Let's Play sehen und was wollt ihr hier überhaupt noch sehen? Wie gesagt, es ist eine Alpha. Einfach mal so eine Idee jetzt von mir, dass ich einfach, wenn sich was Großartiges ändert, dann irgendwann das Let's Play weiterführe oder so. Ich weiß jetzt nicht, was gibt es jetzt hier neue Spieler? Ah ne, die kenne ich glaube ich alle noch. So. Ich weiß jetzt nur nicht, ich gehe jetzt mal zu meinem Haus zurück. Mal gucken, ob sich irgendeiner wieder in meine Welt eingeloggt hat oder so irgendwas. Und ob irgendwie wieder irgendwas passiert ist. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ja, gut. Los. Und ja, wie oft wollt ihr denn... Warte, das kennen wir noch. Das kennen wir noch. Das ist alles in Ordnung. So. Mein Haus steht noch, allerdings ist es halt eben fertig gebaut. Soll ich an diesem Spielstand denn überhaupt weiterspielen? Ich weiß nicht. Macht es dann überhaupt irgendwie einen Sinn? Ich meine, etwas weiter zu spielen, was ich nicht gebaut habe. Ist zwar schön eingerichtet und so, und den hier, den würde ich echt gerne irgendwie... Ich weiß nicht, warum kann man den nicht... Guck, das ist was, was mich... Ah! Warum kann ich den nicht einfach... Nein! Was passiert, wenn ich es hier hinsetze? Guck mal, da kann ich nichts hinsetzen. Blöder Teleporter. Mann, okay. Wo ist denn jetzt das Holz hin? Ich habe doch gerade Holz... Ah ja, da ist es. So. Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich mein Haus bauen, aber es hat schon jemand für mich erledigt. Ist hier noch irgendwas Wichtiges drin? Da ist eigentlich nur eine... Was ist denn das? Hallo? Ashenwood Sapling. Ah, es gibt jetzt Saplings für die Bäume. Also es gab zwischendrin immer mal wieder so ein Update und so. Ich weiß nicht, was die Updates sind, weil die sind so... Ich weiß nicht, ich finde die nie wirklich. Auf Steam wird zwar was dazu geschrieben, aber... ein bisschen, ja. Ich weiß auch nicht, wie ich die Updates am besten zeigen soll oder so. Weil es gibt ja hier keinen Creative Mode. Allerdings gibt es hier eben einen Beacon, ne, wie in Minecraft. Nur weiß ich nicht, wie ich den irgendwie aktivieren soll, bearbeiten soll. Das ist auch so ein Rätsel, so ein bisschen für mich. Was kann ich mit dem machen? Das ist einfach nur ein Leuchtfeuer, sage ich jetzt mal. Damit ich erkennen kann, wo mein Haus ist. Ich würde einfach sagen, wir machen jetzt für diese Folge einfach mal eine Erkundungstour weit weg. Okay, und einfach mal gucken, wo führt uns das Ganze hier überhaupt hin? Wenn es Nacht wird, wird es des Todes. Aber, wow, Alter, man kann Supersprünge daraus bekommen. Warte mal. Warte. Alter, ich bin gerade mega hochgesprungen, kann das sein? Kann das überhaupt sein? So. Ach, ich kann ja nicht mehr sprinten, Mensch. So, okay, wir laufen jetzt einfach mal in diese Richtung. Vielleicht wurden ja neue Mobs hinzugefügt. Ich weiß es nämlich gerade selber überhaupt nicht. Wer von euch weiß, was ist neu bei Minecraft Creativerse? Nein, nicht Minecraft. Ach, ich meine einfach Creativerse. Was ist hier neu? Und ja, soll ich vielleicht so machen, einfach als Deal jetzt für euch, dass ich 10 Folgen mache und dann einfach weitermache, wenn sich irgendetwas Großartiges getan hat oder so. Ich weiß nicht, mir ist es egal, ihr müsst das entscheiden, da lasse ich das ganz bei euch. Ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ich es bei 10 Folgen belassen soll. Ich würde das generell so als Regel einführen. Wenn ich jetzt so ein... Sandbox-Game oder so ein Endlos-Spiel beginne, würde ich einfach 10 Folgen ansetzen. Wenn es geil ist und ihr Bock habt, dass es weitergeht, dann mache ich es weiter. Wenn ihr aber sagt, ja, nee, muss nicht unbedingt sein, dann kann ich mir da auch, ja, ich sag mal, dann vorstellen, das einfach zu lassen und wenn ich mal wieder Bock habe, einfach weiterzumachen. Aber dass nach 10 Folgen immer so das offizielle Ende dieser,
Let's Plays, die keine Story haben oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, das fällt mir gerade spontan ein. Mir fällt gerade nichts ein. Das ist toll. Das ist sehr toll. Warte mal, jetzt versuche ich mal. Wui! Okay, nee, hier hat es nicht funktioniert, hochzuspringen. Ich weiß gerade nicht. Irgendein anderes Spiel halt, wo ich sage mal, wo keine Story hat, wo jetzt keine Ende in Sicht ist, dass ich das dann aufhöre. Und ja. Ich laufe jetzt hier ein bisschen durch die Gegend und bin einfach mal gespannt, ob hier irgendwas Neues, Neuartiges irgendwie vorhat zu generieren oder sowas in der Art. Ich weiß ja nicht, habt ihr Ahnung, was im neuen Update mit dabei war? Es gab auf jeden Fall Updates, das weiß ich. Allerdings habe ich mich da jetzt nicht drüber informiert, weil die irgendwie, ja, scheiße formuliert waren, beziehungsweise sie waren halt auf Englisch und ich und Englisch, nö, ne? Einfach nö. Okay. Ja, wo bringt uns das Ganze hier hin? Hier ist wieder mal eine Workbench und hier ist ein Tierchen. Woo! Okay. Und was ist das? Eine Crystal Shard? Was kann ich damit machen? Eine Crystal Shard? Was kann ich denn mit einer Crystal Shard machen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das frage ich mich. Oh mein Gott. Was kann ich mit einer Crystal Shard machen? So, was ich noch so ein bisschen jetzt in dieser Laberfolge anzukündigen habe. Es wird jetzt demnächst mehr Nicht-Minecraft-Let's Plays geben. Also ich habe vor, zum Beispiel ein Replay zu machen sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr auf meinem Kanal Limbo kennt. Damals mit, ich sag mal, schlechter Audioqualität aufgenommen und so. Ein Spiel, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Das würde ich gerne replayen sozusagen. Da würde ich die alten Folgen auf privat stellen, weil sie mir persönlich nicht gefallen. Und ich würde Limbo sozusagen dann von vorne let's playen. Ich weiß nicht, was würdet ihr davon halten? Findet ihr das eine coole Idee? Oder zum Beispiel ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens und der Stein der Weisen. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Und ja, die Leute, die es damals geschaut haben, die wissen ja, ja, der Basti mit so, ich weiß nicht, 0815 Qualität und so mit, ja, dieser Soundquali, okay, ne, aber wenn wir das alles mit ein bisschen neuerer Qualität machen, ne, ich weiß nicht, könnt ihr mir vorstellen, dass es richtig cool wird, müsst ihr mir halt wirklich in die Kommentare schreiben und ehrlich sein. Ich richte mich da wirklich nach Zuschauern, aber trotzdem, sage ich jetzt mal so, da, wo ich jetzt Bock drauf habe, wie zum Beispiel Limbo, das wird kommen. Das ist es, weißt, wisst ihr, das ist mein Kanal. Ich frage zwar nach eurer Meinung, aber einfach mir, um ein Bild zu machen, ne, wie der größte Teil davon denkt, aber trotzdem entscheide ich das am Ende, weil mein Kanal und so, ne. Okay, oh, da geht's in eine Höhle rein. Das sind die bösen Tiere. Warte mal, kann ich das hier, warte mal, komm, lass mal reingucken. Hallöchen. Wow, das brennt, das brennt. Oh, 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 oh. Es ist tot. Das hat gebrennt. Oh, hier geht's tief. Hier geht's tief rein. Oh, oh. Ja, ja. Erkunden wir mal wieder irgendwelche fremden Löcher und Ritzen. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Das ist jetzt nicht so toll. Ich bin ein Ritzenerforscher. Oh. Oh, Mann. Nein. Oh, 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 das ist dieses Teil. Kennt ihr das noch? Das da, das da. Woo! Oh Gott. Ich sag jetzt mal so, es erinnert mich schon so ein bisschen an den Enderman. Alter, was sind das für Viecher? Wie heißen die denn nochmal? So, okay. Komm her, Krabbe. Aua, aua, irgendwas auert mich. Oh Gott. Oh Gott. Huh. Komm, ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Wo bist denn du jetzt? Da, 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 da. Okay, es ist weg. So. Das ist sehr gut. Da ist, glaube ich, Kohle oder was ist das hier? Magnetite. Okay, brauche ich das für irgendwas? Ich weiß es nicht. Sicherlich brauche ich das für irgendwas, aber ich weiß es gerade echt nicht. So.
Komm her, komm her, komm her. Mit meinem Obsidian-Schwert hast du null Chance. So. Außerdem droppen die Viecher hier Magnetite. Oh, da oben geht's weiter, so wie es aussieht. Huch. Okay, wow. Komische Viecher hier. Wie heißen die? Heißen die Miru? Ich glaube, die heißen Miru. Kann das sein? Kann das sein? Glowing Mushroom. So, gibt es hier sonst noch irgendwas Besonderes in so einer Höhle hier? Okay. Na, jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. So, Irgendwas hat mich gerade... Nein, irgendwas bringt mich gerade zum Höherspringen. Kann das sein? Hat mich gerade irgendwas hat mich dazu gebracht, höher zu springen. Hä? Okay, ein bisschen verwirrt und so. Und wisst ihr, worauf ich mich noch freue? Dass ich bald in meine eigene Wohnung ziehe. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Und ich ziehe dann um und dann habe ich eine 100k-Leitung. Und das nenne ich Weltklasse. 100.000 Dingensbumsens pro Sekunde, Kilobits pro Sekunde. Wisst ihr, wie schnell da ein Video oben ist? Wisst ihr, wie geil das ist? Wisst ihr, wie geil das ist? Oh Gott, da freue ich mich einfach drauf. Das wird einfach toll. So, okay, wo führt uns das Ganze hier nur noch hin? Ich weiß nicht, die Folge, die ist einfach total sinnlos so ein bisschen. So. Huch. Huch. Oh oh. Ja, man muss halt bedenken, es ist halt immer noch Alpha. Alpha Malpha, ne? Ups. So, aber ich würde jetzt einfach sagen, ne, da nichts Spannendes mehr passiert und ihr in den Kommentaren entscheiden sollt, soll ich weitermachen mit Creative Universe? Soll ich noch bis Folge 10 machen? Das entscheidet ihr in den Kommentaren und Achtung, oh oh, so. Bis dann und ciao.